In Memoriam Ferenc Cinci. Ferenc Cinci, Direktor der Janus Ferencik Musikschule in Balaton-Fürit und Leiter des Balaton-Füriter Konzertblasorchesters, verstarb auf tragische Weise im Alter von 50 Jahren. Sein Tod hat die Öffentlichkeit der Stadt erschüttert. Viele Menschen kannten und liebten ihn, und sein Name war mit dem musikalischen Leben der Stadt verwoben. Ferenc Cinci wurde in Ajka geboren. In einem Bericht über seine Kindheit erzählt er, dass er nicht weit vom Probenraum des Bergbauorchesters von Ajka entfernt wohnte, sodass er und sein Bruder schon als Kinder die Musikschule besuchten und dort Blasinstrumente lernten. Seine Liebe zur Musik beeinflusste auch seine späteren Studien. Er besuchte eine Musikschule in Szombathely, machte seinen Abschluss an der Musikhochschule in Győr und spielte während seines Militärdienstes im Militärorchester von Tata. Zunächst war er Kapellmeister in Urkut, wo er 10 Jahre lang die örtliche Bergmannskapelle leitete und wohin er immer wieder gerne zurückkehrte. Die Gründungsmitglieder der legendären Kapelle luden ihn nach Balaton-Fürit ein, und nachdem er sie spielen gehört hatte, übernahm er 1993 die Leitung der traditionsreichen Blaskapelle in Fürit, die er 20 Jahre lang bis zu seinem Tod führte. Die Blaskapelle spielte nicht nur bei Stadtfesten, sondern brachte im Sommer auch viel Freude an die Promenade. Viele Menschen freuten sich auf ihren fröhlichen musikalischen Weckruf am 1. Mai, wenn sie mit einem kleinen Zug durch die Stadt fuhren. Sie leiteten den Annaball, die Geburtstagsumzüge und spielten bei allen großen Stadtfesten. Das Publikum applaudierte regelmäßig bei den Karnevals- und Neujahrskonzerten. Sie haben die Stadt bekannt gemacht, sind in ausländischen Partnerstädten aufgetreten und haben bei vielen internationalen Konzerten für gute Stimmung und hohe Qualität gesorgt, da das Orchester hervorragende Bewertungen und Platzierungen erhalten hat und als konzertantes Blasorchester 70-80 Auftritte pro Jahr absolviert. Ferenc Cinci kümmerte sich auch um den Nachwuchs. Als Lehrer an der Musikschule, als stellvertretender Direktor und dann ab 2002 als Direktor hat er Generationen von Musikliebhabern und Pflegern herangebildet. Viele von ihnen spielen heute im Ausland und bauen ihre musikalischen Karrieren auf. Aber viele von ihnen sind als Lehrer in die wunderschön renovierte Musikschule zurückgekehrt, wo Ferenc Cinci, wie der gleichnamige Janus Ferencik, sicher ein Zimmer haben wird, wo die Nachwelt seinen Namen kennt und ihn, wie wir Zeitgenossen, Ferenc Cinci, in Erinnerung behalten können.